Bis jetzt haben wir uns nur um die Reihenfolge von Aktionen bzw. Aktivitäten gekümmert. Doch neben diesem Kontrollfluss ist es auch noch wichtig, dass zwischen den Aktionen bzw. Aktivitäten Objekte übergeben werden können. Dafür benötigen wir den Objektknoten, den wir in diesem Abschnitt vorstellen wollen. Die Knoten in einem Graphen, der ein Aktivitätsdiagramm repräsentiert, können nicht nur Aktionen bzw. Aktivitäten sein, sondern auch Objektknoten. Der Inhalt von einem Objektknoten ist ein Objekttoken oder Datentoken. Ein Objektknoten wird als Rechteck repräsentiert und dieses Rechteck, dieser Objektknoten, verbindet zwei Aktionen. Das heißt, dieser Objektknoten hier ist Ergebnis einer Aktion, nämlich von der Aktion A, und gleichzeitig dann Eingabe für eine andere Aktion, das wäre hier die Aktion B. Was ich angebe bei einem Objektknoten, kennen wir teilweise schon vom Objektdiagramm. Ich kann nämlich dem Objekt einen Namen geben und nach dem Doppelpunkt gebe ich den Typ des Objekts an. Zusätzlich kann ich in eckigen Klammern einen Zustand des Objekts bei der Übergabe spezifizieren. Statt der Modellierung mittels Objektknoten gibt es alternativ auch die Möglichkeit zur Angabe von Ein- und Ausgabeparametern für Aktivitäten und Aktionen. Hier haben wir Assign Flow. Assign Flow ist eine Aktivität. Und bei Aktivitäten gibt man sogenannte Activity Parameter Nodes an. Hier gibt es die Möglichkeit für Eingabeparameter als auch für Ausgabeparameter. Und an diesem Node gebe ich wieder den Objektnamen, den Typ und den Zustand an. Im Falle von Aktionen spricht man von Pins. Um nun einen Objektfluss zu modellieren, gebe ich eine gerichtete Kante zwischen zwei Pins an. Damit ist dies ein Ausgabeparameter-Pin und das ein Eingabeparameter-Pin. Und bei jedem Pin gebe ich wieder an den Objektnamen, den Typ und den Zustand. Wir sehen hier die beiden Notationsvarianten im direkten Vergleich. Im oberen Beispiel nutzen wir das Konzept der Objektknoten, im unteren Beispiel die Eingabe- bzw. Ausgabepins. Wir haben ein und dieselbe Aktivität, der ein Task übergeben wird, der den Namen Task 1 trägt. Und dieser Task 1 wird in der Aktivität hier manipuliert. Und diese Manipulation verdeutliche ich im Objektfluss. Hier habe ich den Objektknoten, Task 1, und im Zustand Solved. Anstatt den Knoten zwischen Process Task und Correct zu verwenden, kann ich bei Process Task und Correct jeweils einen Ausgabe- bzw. Eingabe-Pin verwenden und denen weise ich das Objekt zu, ebenfalls hier der Name Task 1 bzw. Zustand Solved. Das gebe ich auch noch bei der Eingabeseite ein. Das gleiche führe ich auch für den Objektknoten hier durch, entweder da der Objektknoten oder der Objektfluss mittels Pins. Bis jetzt hatten wir die Weitergabe von Daten- oder Objektknoten direkt zwischen den Ausgabe- und Eingabe-Pins bei den Objektknoten. Das heißt, wir haben solche Knoten direkt verbunden. Es könnte jedoch der Bedarf bestehen, dass man nicht unmittelbar die Objektknoten weitergibt. In diesem Fall kann man das Konzept des Central Buffers benutzen. Heißt, ein Central Buffer wird zur Bufferung von Daten- oder Objektknoten verwendet. Dementsprechend liefert dieser Ausgabe-Pin einen Datentoken in den Buffer. Dort wird er sozusagen zwischengelagert. Und erst wenn diese Aktion hier, Grant Access Authorization, einen Token benötigt, holt sich diese Aktion den Token vom Central Buffer und dabei wird der Token auch im Central Buffer gelöscht. Das heißt, er verbleibt nicht, sondern der Datentoken wird weitergegeben. Daher haben wir beim Central Buffer einen transienten Pufferknoten.
Sehr ähnlich zum Konzept des Central Buffers ist der Data Store. Doch während der Central Buffer ein transienter Speicher ist, ist der Data Store ein persistenter oder permanenter Speicher. Das bedeutet, wir können in einem Data Store wieder Daten- oder Objekttoken von verschiedenen Aktionen sammeln, jedoch verbleiben diese Token permanent im Data Store. Das heißt, wenn später eine Aktion lesend auf den Data Store zugreift, so erhält diese Aktion Duplikate der Datentoken. Das heißt, der Token verbleibt hier und ein Duplikat wird an die Aktion weitergereicht. Es gibt jedoch keine Mehrfachspeicherung identer Objekte im Data Store. Ein Parametersatz dient zur Gruppierung von Parametern. Das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich mehrere alternative Gruppen von Eingabe- bzw. auch Ausgabeparametern habe. Sehen wir uns dazu ein Beispiel mit Eingangsparametern an. Wir haben hier eine Aktion zur Erstellung eines Eintrags. Und da gibt es vier Parameter: ein Enddatum, ein Startdatum, die Örtlichkeit und die Dauer. Wenn ich diese vier Pins hier einfach angebe bei der Aktion, so sind diese unverknüpft. Das heißt, es muss ja ein Objekt-Token auf jedem Pin, auf allen vier Pins anlegen, damit ich mit dieser Aktion starten kann. Das entspricht jedoch nicht dem, was ich wirklich will. Denn ich könnte angeben das Startdatum, das Enddatum und die Örtlichkeit. Diese drei würden ausreichen. Alternativ dazu könnte ich auch sagen, ich benötige nur das Startdatum, die Dauer und die Örtlichkeit. Auch diese drei miteinander würden ausreichen. Und um das zu modulieren, benötige ich den Parametersatz. Ich habe hier im Beispiel nun zwei Parametersätze eingeführt. Der erste gruppiert die ersten drei Parameter und der zweite gruppiert die Parameter 2 bis 4. Und damit habe ich genau das ausgedrückt, was ich möchte. Die beiden Parametersets sind XOR miteinander verknüpft. Das heißt, einer der beiden Parametersets muss als Input kommen, damit Eintrag erstellen ausgeführt wird. Die wesentlichsten Konzepte für Objektknoten haben wir nun kennengelernt. Damit können wir uns in der Folge dem Objektfluss widmen.